Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Quintex-Spiele. Heute mal mit einem Monster-Deck. Ja, wir spielen quasi eine abgewandelte Form von Relikten. Es gibt eine Karte, die haben sie bei Monstern gebufft. Und das ist die Trauerschnepfe. Ich komme immer noch nicht auf den Namen klar. Mir ist übrigens wieder eingefallen, also diese Karte hieß immer so ein bisschen anders. Im Englischen heißt sie Mornart, im Deutschen hieß sie früher das Gruftweib. Jetzt heißt sie Trauerschnepfe. Gruftweib hat mir wesentlich besser gefallen als Trauerschnepfe. Wann wurde die Karte umbenannt? Die wurde so lange nicht gespielt, niemand hat sie gespielt und jetzt wurde sie umgenannt. Trauerschnepfe wurde ein bisschen mit dem Patch gebufft. Und sie ist quasi die Monster-Variante von Gord. Wenn sie im Nahkampf ist, sie hat einen Befehl, sie verbannt alle Einheiten aus unserem Friedhof und verbessert sich für jede verbannte Einheit um einen Punkt. Jetzt kann man natürlich sagen, ey, wir machen Trauerschnepfe-Deck, was wir ursprünglich auch geplant haben. Wir hauen da Selbstesser rein und Endriagenlarven und Necker und alles, was möglichst viele Einheiten macht. Geringe Hexe und haben dann viele Einheiten auf dem Friedhof. Das Problem ist halt, dass man zu viele dann meiner Meinung nach auf diese Trauerschnepfe vielleicht setzt. Trauerschnepfe kann eine ganz okaye Karte sein. Wir haben sie gespielt. An sich, sie ist wirklich immer noch leicht wegkaubar für 7 Rekrutierung, also für 7 Provisionen. Sie hat nur 5 Punkte. Ein Tadel oder so macht sie weg. Sie muss eine Runde liegen bleiben und das ist das größte Manko. Sie muss wirklich eine Runde liegen bleiben, dass sie funktioniert. Und das ist das Hauptproblem an ihr. Weil es gibt eine Menge Karten, die können sie in der einen Runde noch kaputt machen. Ja, man könnte noch sowas wie einen Eifer spielen, aber diese Eifer-Karten sind einfach nicht wirklich so toll und für Trauerschnepfe, die macht nicht so viele Punkte, dass es sich wirklich lohnen würde. Jedenfalls nicht in unserem Deck. Wenn man voll auf sie geht, vielleicht, aber selbst dann, wenn du nicht den Last Day hast und dann kommt ein Gegner mit einem Morg, dann war es mit der Schnepfe. Dann ist die putt. Dann ist sie selber am Grab. Das heißt also, wir haben uns ein Deck gebaut, was so ein bisschen auf Trauerschnepfe abzielt. Wir spielen zum Beispiel Karten wie den Matching Trüffel. Gut, die ist jetzt halt hier in anderer Form. Die ist jetzt hier in der Blutigen Herrenform. Wir spielen Karten wie zum Beispiel die Niedere Hexe. Die Niedere Hexe ist relativ cool, weil sie generiert eine Karte auf dem Friedhof. Und wenn wir eine bereits auf dem Feld haben in der Bindung, generiert sie stattdessen eine weitere Kopie. Das heißt, das mit dem Trüffel ist wirklich eine ziemlich angenehme Karte. Niedere Hexe kann da ziemlich gut sein, vor allem, weil wir mehrere Einheiten kriegen. Necker spielen wir tatsächlich, weil da kriegen wir 2 Einheiten zum Preis von einer. Sind billiger als Endriagenlarven, kratzen sich auch schön am Hintern. Wir spielen Karten wie, das war es eigentlich schon. Selbstesser haben wir rausgenommen, Larven haben wir rausgenommen, damit das Deck ein bisschen funktioniert. Und ja, wir spielen auch Karten wie Mamuna. Klar, Mamuna ist jetzt natürlich so ein bisschen kontraproduktiv, weil die frisst auch eine Einheit vom Friedhof. Aber Mamuna ist eine ziemlich starke Karte. Und ich würde Mamuna eigentlich tatsächlich nicht missen wollen, nach den Runden, die wir jetzt gespielt haben. Das Ziel ist es eigentlich, es ist so ein bisschen Reliktmonster, ne? Also quasi einfach Punkte aus Feldslam mit Greiffrüchte, Yixitz, Ihu kann dem Gegner eine gute Karte aus seinem Deck rausziehen und die Wissende, wir könnten einen Carryover kriegen, machen einfach mit unseren Karten Punkten, gehen in die kurze Runde und das Ziel ist es dann wirklich Verteidiger auszuspielen, Trauerschnepfe und Trauerschnepfe auszulösen. In den meisten Fällen wird Trauerschnepfe wahrscheinlich so, wenn man es richtig gespielt hat, wenn man gut gezogen hat, darum auch zweite Runde Push, weil wir wollen natürlich möglichst viele Einheiten auf dem Friedhof haben und nicht einen Trockenpass haben, wird die Trauerschnepfe wirklich in der letzten Runde so, ja, 14 Punkte vielleicht haben, 13, 14 Punkte. Es ist okay für eine 7er Rekrutierungsgottkarte. Sie gefällt mir allerdings nicht ganz so toll. So einen ähnlichen Karten wie Gord gab es schon mal. Gord löst ihn direkt beim Ausspielen aus. Sie muss nicht eine Runde auf dem Feld liegen. Er ist nicht so angreifbar. Man kann ihn wunderbar als Last Stage spielen. Klar, Monster haben natürlich ein bisschen beefigere Karten. Also da muss man nicht unbedingt noch so eine Karte wie den Gord reinbringen für Monster, bin ich auch der Meinung. Trauerschnepfe ist an sich eine relativ lustige Karte. Sie kann trotzdem ganz gut funktionieren, aber ich denke nicht, dass sie wirklich großartig Impact in der Meta haben wird. Ich denke aber, dass sie tatsächlich vielleicht halbwegs besser gespielt wird, als einfach nur ein reines Trauerschnepfen-Meme-Deck, wo du möglichst viele Karten auf dem Friedhof haben willst. Und dann vielleicht irgendwie ganze Token spawnen willst und die alle Leut hast und dann hat sie am Ende 20 Punkte und dann kommt der Gord und hast du nichts mehr. Es ist eine okaye Karte. Das ist alles, was ich zu dir sagen kann. Wir haben ein paar Runden mit dem Deck gemacht. Ich denke, wenn man sie sogar rausnehmen würde, würden die Reliktmonster durchaus besser funktionieren. Man könnte Trauerschnepfe ersetzen, könnte stattdessen Trüffel könnte man zum Beispiel auch rausnehmen, dann die niederen Hexen könnte man rausnehmen, man könnte die Neckar rausnehmen,
und könnte dafür einen Läuterer, einen Verschieber oder sonstiges spielen. Gerade Läuterer könnte in der aktuellen Meta relativ toll sein, das werdet ihr auch sehen, warum. Aber sie ist keine verkehrte Karte mehr. Trauerschnipfe, man kann sie spielen, wenn man wirklich haben will. Und das ist das Schöne momentan an Gwent. Es gibt tatsächlich eine Menge Karten, die man spielen kann, auch eine Menge Kombinationen, die man spielen kann, auf die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so kommt oder wovon der Gegner nicht unbedingt ausgibt. Monster sind auch tatsächlich mit dem Patch meiner Meinung nach tatsächlich wieder ein bisschen besser geworden. Hauptgrund ist unter anderem, weil zum Beispiel Milva vielleicht nicht mehr so häufig gespielt wird. Bewegungs-Squirtle war ja eigentlich jede Anführerfähigkeit oder jedes Squirtle der letzten Season war fast Bewegungs-Squirtle. Die Leute haben versucht, wenig Abwechslung zu spielen, aber Milva war auch relativ gut. Dadurch, dass Milva jetzt ein bisschen wegfällt und die Leute vielleicht wieder so ein bisschen auf Handbuff gehen, die Leute vielleicht jetzt wieder ein bisschen auf Gabe gehen, könnte man wieder versuchen, Ketulis durchzubringen. Und Ketulis kann immer noch ein verdammt starkes Monsterdeck sein. Ansonsten Vampire, dadurch, dass halt Milva nur Unit wahrscheinlich jetzt größtenteils ausgestorben ist, weil, sind wir mal ganz ehrlich, das, was nur Unit wirklich gecarried hat, war Milva. Es war nichts anderes, nur Unit an sich als Deck ist momentan nicht wirklich so leistungsfähig. Frage ist, wie sehr die ausgestorben sind. Vielleicht gibt es noch Möglichkeiten, dass man nur Unit Milva spielen kann, aber schon letzte Season gegen viele Decks hat sie eigentlich gar nicht gejuckt, dass der Gegner nur Fallen gespielt hat, weil gab viele Decks haben sich um sich selbst gekümmert. Das heißt, Ketulis könnte wirklich wieder so einen kleinen Rückenwind kriegen. Vampire könnten dadurch, dass nur Unit weg ist, auch einen Rückenwind kriegen. Plus die Flatterer, die auf 7 Punkte kommen, wenn man sie ausspielt, sind nicht mehr so leicht wegräumbar. Früher hast du ja einfach einen Feldsagel gespielt mit Milva und die Karte war tot. Geht jetzt nicht mehr. Man macht nur noch mit dem Feldsagel 6 Punkte Schaden anstatt 7. Das heißt, ja, vielleicht könnten auch Vampire jetzt deutlich besser durchkommen. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, was bei Monstern jetzt wirklich gespielt werden kann. Was sich wirklich durchsetzen wird, wird wahrscheinlich erst die Meta zeigen. Vielleicht werden aber Vampire und Ketulis wiederkommen und Monster könnten durchaus ihren letzten Platz verlieren, ihren ganz knappen letzten Platz. Also Monster waren nicht so unspielbar. Todeswunsch gibt es immer noch, was man spielen kann. Relikt-Monster wurden letzte Season relativ okay gespielt. Von daher, ich mache mir Hoffnung für diese Fraktion. Und sie haben ein paar relativ coole Awesome-Decks. Aber ja, wir haben ein paar Runden gemacht. Wir haben versucht, die Trauerschnäppe so wie möglich zu kriegen. Das Trauerspiel könnt ihr euch jetzt angucken. Viel Spaß beim Runden und bis morgen. The North shall tuck tail and beg for mercy. Amt, wenn der Zufall. Okay, wir spielen schon wieder wahrscheinlich gegen Weens. Kick die Mäulinge ab. Haben wir schon die Trauerschnippe. Die werden wir erste Runde nicht spielen. Ich würde sie trotzdem auf der Hand behalten. Ich würde noch einen Neckar ablegen, nehme ich mal sehr stark an. Was holen wir uns jetzt mit Ihu raus? Ihu holt uns jetzt die blutige Herrin raus. Ist okay. Dann legen wir trotzdem den Neckar ab. Kikimor bei drin, der kritische Hase. They will dance to our beat, sing to our tune. Guck mal, wir spielen gegen Original Chiki. Das ist eigentlich nur Shiki. Der hat sich nur so umbenannt. Die Oma beißt dir den Kopf ab. Okay, mit blutiger Herrin können wir tatsächlich noch nicht so viel anfangen. Wir benutzen erstmal eine Maxi. Gut, die würden wir eh rausziehen. Die eine Weberin ist nur ganz unten, was mir nicht so gefällt. Ich würde fast sagen, wir legen die Kikimor-Arbeiterin nach ganz unten. Dann ziehen wir die mich nie wieder. Das Gute wird auch, mit Ihu ziehen wir mir eigentlich Reens aus dem Deck raus. Und würden wir jetzt schon, Ihu sind bei uns wie viel? 11 Punkte? Plus Gedeihen dreimal? Zweimal? Ne, es reicht noch nicht aus. Wir müssten jetzt noch was anderes ausspielen. Aber wir würden bei Ihu bei ihm einen Weens rausziehen, was schon ziemlich gut wäre.
mischt uns jetzt noch einen Nicker rein, ne? Ja. It's nothing personal. Not can stop me. Not even dead. Hitzewelle. Habe ich mir leider gedacht. Okay. Wir benutzen trotzdem Ihu. Vielleicht ziehen wir auch Terra Nova raus. Okay, wir spielen gegen Hypersinn. Das ist nicht die Rins-Variante, wir spielen gegen Hypersinn. Das ist gut zu wissen. Die haben nicht ganz so viel Angriff. Okay, vielen Dank. Wir haben die erste Runde auf ihm gewonnen. So, jetzt können wir voll mit Grabschnipfe. Wobei, ich würde wahrscheinlich Hypersinn schon ganz gerne pushen, oder? Das Kuppling machen wir mal ab. Können eigentlich nichts Schlechtes nachziehen. Matschiger Trüffel. Wir müssten eigentlich für Trauerschnäpfe viele Karten auf den Friedhof bringen. Das heißt, ich will mindestens jetzt die niederen Hexen alle ausspielen. Warum tatsächlich momentan einige 50 Chains? Aber das ist eigentlich, also Clogging mit Hypersinn ist eigentlich die Reans-Variante. Warum die jeder spielt, kann ich dir momentan nicht sagen. Wir haben gerade die erste Runde mit Schnepfes Bart hin. Wir haben davor Handbuff gespielt. Problem an Clogging ist halt, der mischt uns die ganzen Karten wieder rein, was nicht so schön ist für uns. Ich hätte das für die nächste Runde auch heben sollen. Warum habe ich das jetzt aktiviert? Ich meine, so kann er uns immerhin keine niedere Hexe halt wieder reinmischen. Wobei, das ist eigentlich ganz gut, wenn er uns eine niedere Hexe reinmischt. Weil wir haben jetzt halt, wir haben jetzt die Möglichkeit, damit Mamuna noch eine weitere niedere Hexe rauszuholen. Wenn er uns jetzt eine niedere Hexe zurück ins Deck reinmischt, dann spielen wir Mamuna aus, fressen die niedere Hexe aus dem Friedhof und holen uns die aus dem Deck wieder raus. Ansonsten könnten wir uns, wenn wir wollen, auch einen Neckar rausholen mit Mamun, aber es macht zu wenig Punkte. Ich will Reisegefährten sehen, mein Freund. Ich schütze nochmal einen Neckar rein. Au. Oh. Ich meine, rein theoretisch könnte ich jetzt noch mal Mona ausspielen. Nächste Runde ist ja, glaube ich, noch besser. Ich mache mir Sorgen, weil wenn er wirklich einen Kolgrim hat, wir haben nichts zum Zurücksetzen. Aber er zieht all seine Karten aus dem Deck. Warum zieht er all seine Karten aus dem Deck? Ich meine, Tarcisius würde so oder so nicht funktionieren. Warum spielt er Tarcisius oder warum hatte er Tarcisius in dem Deck drinne? Toll. Ey, mein Greif. Die anderen Boom haben wir gar nicht erst gezogen.
Ach so, wir haben ihn, stimmt, wir haben ihn eine Karte rausgezogen. Er wird einen Kolgrim haben. Der wird hundertprozentig einen Kolgrim haben. Naja, wir haben ihm Dingens rausgezogen. Mit Ihu. Das heißt, deine Hände von seinen Interessen tot. There'll be nothing to pick up when I'm done with you. Okay, letzte Karte, die wir ausspielen, wird wahrscheinlich Mamuna sein. Doadric bringt ihm auch nichts mehr. Nächste Karte ist Verteidiger, danach kommt Schnepfe. Aber wir fressen nur nicht mal, also Schnepfe sind 15 Punkte. Nicht mal 15 Punkte. Oh, jetzt bitte kein Necker. Golem. Moment. Erst Früchtchen. Ah nee, wir müssen sogar zuerst mal Mamuna aktivieren, ne? Ansonsten kriegen wir ja nicht mehr raus. Aber wir können eine niedere Hexe fressen. Er hat einen Kolgrim. Ich glaube nicht, dass wir einen Kolgrim überbieten können. Okay. Kriegen wir das hin? Ja, 3 Punkte. Trauerschnepfe. Tja, original Schalki. Ja, 14 Punkte für 7 Provisionen. Ist im Vergleich zu Gord immer noch eine voll scheiß Karte, ne? Aber gut, ich meine, das Hauptproblem an Trauerschnepfe ist einfach, dass sie diesen Befehlseffekt hat. Gord ist wesentlich leichter zu aktivieren. Den spielst du aus und boom, der macht dir seine Punkte. Trauerschnepfe muss eine Runde auf dem Feld liegen bleiben. Und es gibt eine Menge Decks, die könnten 5 Schaden machen. Also mir gefällt Trauerschnepfe noch nicht immer so. Ich meine, ja, wäre es zu stark, wenn man ihr mit einem Sabbat einen Eifer-Effekt geben würde? Das hat nämlich jemand geschrieben. Uncrate. Piraten ist auch doof, ne? Eine Morg oder so haut Schnepfe weg, bevor da irgendwas passiert. Phil muss noch einkaufen. Tatsächlich nein. Ja, Kiki Moor bei drin will ich gegen Piraten eigentlich nicht unbedingt haben. Zweimal Megascope, ach du Heiliger. Ja, der Necker hat uns mehr Punkte gebracht, so an sich. Und die Larve haben wir ja nochmal spawnen können, ne? Okay. Ich meine, wir behalten einen Necker. Lüg doch nicht, wilde Zwischen noch zum Rewe. Nee, einkaufen muss ich tatsächlich nicht. Ich habe alles da, was ich brauche. Wobei, vielleicht gehe ich nochmal einkaufen, wenn ihr so sagt. Wir müssen so viel auf den Verteidiger setzen. Der Verteidiger muss der King werden. Wie viele Schiffe spielst du bitte schön noch? Dann
Problem ist, wir können nicht mal Mamuna ausspielen, weil Mamuna wird sofort nicht sterben wegen den scheiß Schiffen. Könnte höchstens Ihu versuchen, mit Ihu die Wissen da rauszuholen. Das wäre, glaube ich, noch ganz gut. Nächste Runde. Amigas, grob begreif ist eine saugute Karte. Vor allem kriegst du eine weitere gute Einheit raus, ne? Und du hast mehr Ziele, die du auf dem Video fressen kannst, falls du wirklich irgendwie gegen Clogging oder so spielst. Ich meine, Ihu jetzt in She Who Knows ist relativ früh. Er wird sie noch eine lange Zeit angreifen können, sogar mit dem Juno zerstören. Aber Mamuna können wir nicht ausspielen. Kikimo-Arbeiterin gefällt mir. Wie viel macht Kikimo-Arbeiterin? Kikimo-Arbeiterin bringt uns 7. Er muss ja halt nur einmal pingen und dann sind 7 Punkte weg. Also es ist halt auch Scheißkarte, kann ich nicht ausspielen, die 2. Und die Weberin will ich halt eigentlich erst. Ja, komm. Und wir holen ihm wahrscheinlich noch einen Brand oder so raus. Oder eine Fuku. Ich mag Ihu. Ich mag Ihu. Gut, wir haben keine Leute dran, ne? bye. Ich könnte sie höchstens um 2 Punkte verbessern. Ich meine, Carryover ist Carryover. Ah, wir verlieren 10 Punkte. Carryover ist Carryover. Aber dann muss er noch einen Anführer benutzen. Das ist der Unterschied. Oder er schießt die jetzt über 2 Runden mit dem Schiff weg. Ich meine, wenn er passt, können wir mit einer Arbeiterin aufholen. Naja, nimmt sie weg. Mit einem Schmuggler. Megaskop in Greif würde ich noch benutzen. Und dann können wir noch eine Arbeiterin ausspielen, wenn wir es wollen. Ich glaube sogar die Kikimo-Arbeiterin, wenn sie jetzt 4 Punkte hätte oder so, wäre sie immer noch eine Karte, die könnte leichter kaputt gemacht werden. Weil ich glaube, da als sie sie genervt haben, wurde nicht so viel Schaden gespielt. Mittlerweile ist halt Schaden viel flüssiger, weil es gibt mehr Decks, die Schaden machen können. Okay, die würde uns jetzt 9 Punkte geben, weil sie wird zweimal gedeihen. Und wir würden nochmal 9, wir würden jetzt 18 Punkte kriegen. Reicht leider nicht aus zum Aufholen, weil Mamuna kann ich nicht ausspielen. Und Verteidiger und Trauerschnäpfe brauche ich halt. Das heißt, wir müssen leider passen. Neckar, blutige Herrin, Bär. Okay, dich lege ich mal ab. Leg mal einen Bär ab. Dann kriegen wir immerhin noch 2 Neckar auf dem Friedhof. Ah, nicht wirklich sehr viele. 13 Karten haben wir auf dem Friedhof. Das sind aber 3 von Zauber, ne? Das heißt, 9 Punkte kriegen wir maximal mit ihr hin. Mal.
Ah, Niederhex ist okay. Vier Schaden hätten wir. Gut. Wir fangen mit einer Frucht an. Dann kommt Mamuna. Wir verlieren sogar noch eine Karte aus dem Friedhof wegen dem Greifen. Er kann zumindest, oder nee, er kann Krach nicht wiederbeleben, oder sie. Weil wir haben Fuku weggenommen. Das ist das einzige Gute. Aber ich glaube wirklich, Relikte mit einem richtigen Deck ohne die Hexen und ohne Schnepfe funktioniert wirklich besser. Hörk ja. Ich swear it upon the gods, I will avenge my father. They're surprisingly clean creatures, as it happens. Ich meine, die niedere Hexe gibt uns zum Glück noch eine Karte auf dem Friedhof. Das heißt, da kriegen wir wenigstens noch einen Punkt, den wir gerade mit Mamuna weggefressen haben. Blackie, du hast dich gerade voll auf die Tastatur gerollt. Komm mal da weg. Yep. Calling me a coward? Ich will auch ganz gerne Verteidiger ausspielen. Ich weiß nur nicht, wie das mit Verteidiger aussieht, aber Blutige Herrin ist halt mir zu unsicher jetzt. Weil Hörk ja kann zu sehr pingen. Okay. Vielleicht hätten wir, aber ich will Verteidiger eigentlich aufheben. Ich will Verteidiger eigentlich aufheben. Und immer noch einen Punkt mit Gerni ist relativ okay. Na, was hast du? Der Brunnen. Gut, Herr hat nicht getroffen. Dann... Schicker Trüffel. Niedere Hexe. Wir machen leider nur 4 Schaden mit der alten Mumme. Wir haben nicht die Brauerin gezogen. Das ist nicht so schlimm. Halt zwar ein Blutdurst, aber ich spiele jetzt Verteidiger aus und buff den Verteidiger um 2 Punkte. Oder spiele ich erst die andere niedere Hexe aus. Je später der Verteidiger, desto besser ist es eigentlich für uns, weil desto weniger Angriff hat er auf ihn. Unser Gegner wird auch noch ein Schiff haben, er wird noch einen Morg haben.
Ich will eigentlich, dass Wildschwein der See vorher rauskommt oder Schrecken der See. Das wird nämlich schön viel Rüstung haben. Soll nicht auf den Verteidiger gehen. Damit nehme ich wenigstens noch einen Schaden weg. Und dann hat er keinen Blutdurst. Oh, bitte kommt jetzt kein Anagat. Anagat wäre jetzt ein Traum. Anagat wäre jetzt Albtraum. Ah, es gibt Karten, die haben einen Blutdurst. Oh, da ist der Schrecken. Okay, nimm Verteidiger weg. Komm schon. Die Schnepfe muss leben, aber selbst wenn da ein Verteidiger vorbeikommt, kann er sie morken. Das wird knapp. Er müsste auch noch einen Brand haben. Morg? Gut, Herker bringt nicht so viel. Vielleicht hätte er sie nur einmal treffen müssen, aber eine Vier-Schadenskarte. Er morgt sie. Der morgt sie nicht. Okay, die letzte Karte, die wir haben, ist ein Bär. Wir kriegen aber noch einen Buff. Hat er eine 15-Punkt-Karte? Seine letzte Karte wird Brand sein. Iris. Oh. Ja, gegen Piraten kommt sie nicht durch. Gegen Piraten, aber haben wir schon gedacht, dass sie gegen Piraten, weil selbst wenn sie durchgekommen wäre, die haben Schrecken der See, um den Verteidiger zu killen mit genug Rüstung und haben den Morg, um sie selber, selbst wenn sie gefressen hätte, um sie danach zu zerstören, ne? Ich bin leider nicht so ganz überzeugt von Trauerschnepfe. Ich finde sie noch nicht gut. Nicht gut, gut, gut. Weil selbst in dem Fall, ich meine, wir hatten wie viel? 15 Karten, davon waren 3 nicht. Also es ist 12 Punkte, es wäre eine 13-Punkt-Karte für 7 Provisionen. So an sich ist die in Ordnung, aber sie muss halt wirklich überleben. Also ich finde Gord wirklich wesentlich besser, weil Gord kannst du als Last Say ausspielen. Und der Last Say mit Gord kann halt wirklich einiges ausmachen. Ihr fehlt halt einfach der Eifer. Der Befehl macht sie halt nicht wirklich so toll. Und ich meine, wir spielen schon viel für sie, ne? Ah, das ist die Armbubi. Ah. The North shall tuck tail and beg for mercy. Okay, Gegner fängt an. Wenn es wieder Clogging ist, dann ist es wieder großer Mist. Fürstlicher Erlass ist ganz nett. Damit holen wir uns jetzt aber Mamuna raus mit Ihu. Oder ich lege die Wissende ab. Ja. Weil ich würde schon ganz gerne, wenn er wirklich Wins spielt und Wins nicht auf der Hand hat, würde ich ganz gerne Wins wirklich erste Runde rausholen. Muss auch wirklich sagen, der Buff für Plötze hat Ceres die Furchtlose nochmal ein bisschen schlechter werden lassen, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob Plötze den Buff gebraucht hat. Weil Plötze war sowieso schon in manchen guten Decks vorhanden. Und Bruchhol wurde ja auch gebufft. Oh, bitte ganz rechts, bitte ganz rechts, bitte ganz rechts. Nein, leider nicht.
It's mocking me, I can tell. Gut, was ziehen wir nach? You can hide, but I'm gonna get ya. Okay, unsere drei besten Goldkarten sind leider ganz unten. Ich würde wahrscheinlich aber den zweiten Greifen nach ganz unten legen. Bei dem will ich absolut nicht nachziehen. Ist ein Rico Meiersdorf für uns schlimm? Ich glaube nicht so. Ich glaube, Rico Meiersdorf bei uns wäre gar nicht mal so schön. Okay, wir ziehen den Greifen nach. Ja, wir ziehen den Neckar nach. Problem ist, wir werden wahrscheinlich diese Runde nicht auf Even gewinnen. Your life is worth a great deal. Wir ziehen einiges an Neckar nach. Fly, Pegasus! Fly! Fly, Pegasus! Er hat bestimmt wieder einen Kolgrim. Ich glaube, was Schnepf auch momentan ein bisschen kaputt macht, ist einfach der übermäßige Gebrauch von Kolgrim. Okay. Ah, Königsmörder rausgeholt. Trotzdem eine ganz nette Karte, aber nicht das, was wir unbedingt haben wollten. Aber wenn er sie nicht wegräumen kann, aber er wird eine Hitzewelle oder so haben. Naja, kann sie nicht wegräumen. Oder er zieht was, womit er sie jetzt wegräumen kann. Aber auch Anführer ohne Schneeglöckchen. Eulemacher für den zweiten Magier. Quite literally. Holen wir nicht mehr auf, aber wir könnten den Kartenvorteil behalten, aber es wird uns nicht retten. Nicht gegen Kolgrim. Ganzen Neckar und den Golem. Weberin ist super. Niedere Hexen haben wir zwei. Noch kein Verteidiger, ne? Okay. Den werden wir wahrscheinlich nicht wegkriegen. Eindringling. Den könnten wir wegkriegen. Hätten wir auch schon den Sabbat? Ne, den Sabbat hätten wir noch nicht, ne? Die bringt uns jetzt 9 Punkte nochmal. Eigentlich müssen wir zuerst die Weberin ausspielen. Jetzt hätten wir nämlich den Sabbat. Jetzt hätten wir nochmal für die nächste Runde 10 Punkte. Wenn sein Plan nach hinten losgeht. Jetzt kriegen wir aber den Eindringling, glaube ich, nicht mehr weg. Ich muss eine niedere Hexe so ausspielen. Wir wollen die Schnepfe ja nächste Runde möglichst schön dick kriegen. Ich mache mir noch Sorgen, weil er hat bis jetzt so wenig gefinnt, er könnte auch noch einen Reans kriegen. Hey Alexander, nicht wirklich Relikte. Wir spielen die neue Gruft oder Trauerschnepfe. Das Gruft-Vibe, wie es früher im Deutschen hieß.
can of dog. Jetzt kommt Kolgrim. Ne, Mentor. Okay, wir haben noch immer eine Elva drin. Wenn er Kolgrim jetzt ausspielt, könnten wir noch verlieren. Okay, er spielt ihn nicht aus. Wir kriegen Carryover immerhin. Von 10 Punkten. Aber wir werden nächste Runde nicht so gut nachziehen. Wir brauchen Verteidiger. Wir ziehen allerdings einen Neckar, eine geringe Hexe und noch einen Neckar. Einen Eindringling ziehen wir natürlich nach. Megascope ist ganz schlechte Karte. Krüppel ist immer noch ganz gut mit den Hexen. Aber Trauerschnepfe ist wirklich sehr traurig. Da ist ein Verteidiger. Behold, Nilfgaard's Iron Might. Ich meine, er hat eine Karte weniger. Vielleicht kann das schon für uns der Weg sein, dann bei Kolgrim zu passen. Das machen wir jetzt, um vor Reans zu schützen. Das heißt, Reans kann jetzt keinen zerstören. Rico ist jetzt eine 1-Punkt-Karte. Da ist Kolgrim. I demand justice. A trial by ordeal. I see you to the bone, little scrag. Oh, es wird knapp. Es wird wieder knapp gegen Clogging, meine Freunde. Ein Erneuern. Erneuern bringt ihm. Ich glaube nichts. Oder? Königsmörder ist nur ein Königsmörder. Oh nein, der kriegt nochmal 11 Punkte. Oh, aber wir haben trotzdem gewonnen. Jawohl. Clogging ist shit. Trauerschnepfe bietet Clogging. Okay. Die zwei Einsichten des Tages. Trauerschnepfe ist nicht ganz so schön. Clogging ist, glaube ich, aber auch vielleicht ein bisschen überschätzt momentan. Nein, also ja, das, also Trauerschnepfe, sie kann schon manchmal funktionieren, ne? Sie kann echt manchmal ganz gut funktionieren. Es ist nicht die katastrophalste Karte. Ich meine, gerade eben gut, wir haben sie nochmal um 2 Punkte mit dem Schaum gebufft, aber wie viel hatte sie? 17? Das heißt, sie konnte schon ganz gut fressen, ne? Clogging ist aber lustig. Frag mal die Community. Die wird dir was anderes erzählen.